Grüß und Servus! Willkommen zurück zu Resident Evil 8 Village. Oder nur Village? Ja, was weiß ich. Okay. Auf jeden Fall läuft es im Moment so. Wir haben ein Jungfernfragment. Was auch immer das bedeutet. Ich weiß es nicht. Wir haben ein Kristallfragment, wobei ich auch nicht weiß, was das ist. Wir haben noch genau einen Schuss für die Schrotflinte, was sehr wichtig wird. Und wir können auch hier weitergehen, wo ich nicht weiß, was uns das bringt. Das ist sehr viel Ungewissheit für den Anfang des Parts. Ich habe hier auch keinen Schlüssel, was auch wieder klar war. Wir haben noch 14 Schuss für die Pistole. Und ja. Ich würde sagen, ist hier was? Nö. Ist hier was? Nein. Kann ich hier was untersuchen? Ist in den Mehlsäcken überhaupt jemals was drinnen? Okay, Schießpulver, ganz wichtig. Kann ich. Ups. Kann ich jetzt noch wieder Knarrenmunition herstellen? Ja! Oh! Mit 39 Schuss ist es doch etwas. Etwas angenehmer, wollte ich sagen. Okay, das ist nur Wind. Alter, wie hoch ist das Getreide oder irgendwas? Ich habe keine Ahnung, ob ich hier gerade in die richtige Richtung gurke, Leute. Auf jeden Fall ist hier Schrott. Was in dem Spiel wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist. Also zumindest kann man Munition damit herstellen. Ich frage mich zwar, woher Ethan das kann. Aber ich will es dann auch nicht weiter hinterfragen. Okay, das ist nur ein anderer Weg dahin. Mann, ich sehe auch nichts. Hey, ich hab den doch getroffen, ey. Das ist aber schon Betrug. Der steht noch. Jo. Gibt's noch einen? Nein? Okay. Dann mal schnell hier rein. Schließen Sie die Tür. Bitte. Wow. Das sind mal normale Leute. Was machst du hier? Das ist ja auch mal was Schönes. Hilfe. Stehen bleiben. Bitte. Tun Sie uns nichts. Oh. Keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Okay. Ist ein vernünftiger Vorschlag. Dem scheint es wirklich nicht gut zu gehen. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist
zusehen, dass all eure Waffen geladen sind, wenn man sowas macht. Also, es empfiehlt sich generell, immer alle Kanonen zu laden. Okay. Es wäre so ein Klassiker, wenn jetzt einer auf dem Scheißhaus ist. Na komm, mach's auf. Okay, aber wäre schon irgendwie witzig gewesen, gibt's zu. Okay. Kann nicht verwendet werden. Ja, okay. Kommt, alles gut. Los, schnell! Los, 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 Alter, schnell, 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 gib Gas! Wurde aber auch Zeit. Gern geschehen. Schnauze, Mann, oder mach's selber. Gut, das Tor hält eine Weile. Das ist massiv. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Moment mal. Normalerweise in Resident Evil läuft das so ab, wenn da einer gebissen wird, wird der zum Zombie. Oh Gott, so viel Blut. Ethan, du hast noch nie was von Tierantreten gehört, oder? Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund! Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein, sie riechen das Blut. Es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Soll ich ihm vielleicht helfen? Tja, wenn Elena dir vertraut... Dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Okay. Warte hier, ich sehe nach den anderen. Ich werde jedes Mal im Übrigen einen neuen Speicherstand beginnen. Hier lang. Die Dorfregion nehme ich an. Ich kann keine spezielle auswählen. Also. Okay. Ich kann mir aber vorstellen, was das ist. Es ist oft so, dass in Resident Evil bestimmte Bilder zu Schätzen führen, die man finden kann. Und meistens ist es auch so, dass eine unbekannte Side-Story erzählt werden kann. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan. Das hätte ich gern gesehen. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes,
Weib! Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Ey, bitte, ich zieh jetzt die Schotti und knall dem Typen so die Birne weg. Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen. Und morgen? Er betrinkt dich nur. Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich Even, los ist. Wir wissen so gut. Es nicht. Wir waren Betonier, eine friedliche, fromme Gemeinde. Und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn. Für uns alle. Ja, kommt. Kommt her. O Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Ach du Scheiße. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu überleben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie in dem Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir. Tee ist eine gute Idee. Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Der Kerl sieht aber nicht so ganz gut aus. Du meinst die Hexe? Kollege? Das Weib ist verrückter als ein Irren. Ja, das ist ein Irrendorf. Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Wie macht er das? Elena, nein! Lass mich los! Nein, lass mich los! Nein! Wir müssen weg! Alter, spinnst du? Ich hab's doch gewusst! Das war nicht mehr dein Vater. Ja, ich finde, du hast recht. Alter, steht da nicht so dumm rum, der überlebt das doch. Jetzt raus mit euch. Alter, wo rennst du hin? Jetzt gib Gas. Du sollst rennen. Okay, die Tür hält eine Weile. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Gut, wie du willst. Na dann. Okay, mal sehen, was haben wir. Nix. Auch nix. Scheiße, das Feuer kommt durch. Motor starten kann ich nicht. Oder geht das. Kann er das kurz schließen? Nein, geht auch nicht. Oh, Kraut. Gibt's auch nix. Scheiße. Ich will euch ja nicht berauben, aber ich glaube nicht, dass ihr noch Verwendung habt. Was nötig, der Schraubendreher aus dem...
Okay, Flintenmunition, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, wofür kann ich den Schraubendreher nehmen? Mist, das Feuer breitet sich aus. Ja, dann start die Kiste. Was hast du Dass vor? Die Kiste noch Hier funktioniert. Hiermit kommen wir raus. Dass der Kübel wirklich noch funktioniert. Erstmal ohne Scheiß. Oh, ich muss das steuern. Los! Dass der Motor das aushält. Ethan, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Los, 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 los. Das geht auch, ja. Komm hoch. Schnell. Komm. Los. Mach, 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 mach. Schnell weiter. Durchhalten. Alter, jetzt geh einfach weiter, bevor ich dir deine Arsch habe. Ich weiß. Simon. Aber danke. Nett von dir. Vorsichtig, Leute. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Okay, da drüben ist ein Fenster. So kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Erstmal weniger quatschen. Halt deine Klappe, Alter. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht! Das ist nicht mehr dein Vater! Elena! Oh. Er hat mich erkannt! Vater! Du bringst dich noch um! Nicht bewegen! Alter! Los, nimm meine Hand! Ethan, rette deine Tochter! Elena, du schaffst das! Nimm meine Hand! Scheiße! Nein! Dass man noch immer so dämlich sein muss. Naja. Wieso müssen alle sterben? Weil sie Idioten sind! Das ist einfach nicht fair. Ja, da hast du recht. Okay, gibt's hier irgendwas von Bedeutung? Erstmal umsehen. Hauptsache die Bude fackelt ab. Erstmal umsehen. Hoppa. Junge, was ist? Sie ist tot. Spring. Jetzt gib Gas! Jetzt alles wieder von vorne los! Fuck! Das denke ich mir auch gerade. Hm? Okay, hier geht's nicht weiter. Ja gut, das war aber irgendwie klar. Ey, ich hab die Scheißhaustür doch gar nicht offen gelassen. Oh, ja! Nein, hier. Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Spinnst du? Der war doch noch gut! Wer war? Was war das? Ich glaube, was ist die richtige Frage? Ja. Habe ich irgendwas übersehen? Nee. Vielleicht wurde er gepackt.
gepennt hat? Nö. Auch nicht. Gut. Erstmal Waffenladen. Die ist voll. Die ist voll. Okay. Hätte sich somit. Gut. Hier brennt gerade alles ab. Ja, muss mir halt wurscht sein. Ich kann eh keine Feuerwehr rufen, weil es Ethan nicht geschafft hat, seine Handyrechnung zu bezahlen. Oh. Hier gibt's Müll. Cool. Na dann. Hey, die Alte! Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Ja, ja, bla bla. Das kann... Sollte Unglück über das Dorf hereinbrechen, findet die zwei Relieffragmente. Eines in der Kirche, das andere bei Luises Haus. Okay, die Notiz habe ich verpennt, das tut mir schon die Leute. Ah, ganz wichtig, speichern! Okay. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Aber mal ehrlich, mich wurmt das? Hier muss es doch irgendeinen Mechanismus geben? Ich tippe ja, dass es irgendeine Schaltfläche ist, auf die man schießen muss, aber... Sei es drum. Okay, nix mehr. Nix mehr hier. Kann ich jetzt hier rein? Nö. Immer noch nicht. Naja. Ist auch nicht so schlimm. Was ist da oben eigentlich? Okay. Ah, das ist sicher ein Shortcut von dem späteren Gebiet. Würde ich jetzt drauf tippen. Weil da dahinter noch so eine Tür ist, wo ich schon weiß, dass man die... Wo man Schlüssel braucht, die haben wir ja schon mal gesehen. Ah, hier wirklich nix. Ich muss mich halt, wie gesagt, immer noch an die Steuerung gewöhnen. Es ist extrem lästig. Ja. Ich glaube, das hier ist auch zu. Naja, gut, dann... Auf zu diesem komischen Burgschloss, was auch immer. Gibt's hier noch einen? Hat die einen Kristall in der Hand? Nein. Halt, in Resi 5 gab es solche Embleme, Diamanten. You spin me right on, when you go down. Okay, Leute, ich bin ja schon still. Ich glaube, so passt's tatsächlich. Mach auf. Ich will ja meine Tochter mich dann wieder verdünnisieren. Leute, raus hier. Nur Blut und Tod. Na dann. Ich mach das jetzt nicht gerne. Aber ich bin mir ziemlich sicher... Ja... Man kriegt Geld für die Viecher. Traurig, aber es ist... Bitte sag mir, dass das keine Stromleitung ist. Dann muss ich sie als ehemaliger Elektroniker und jetziger Informatiker in beiden Fällen hauen. Okay. So, da jetzt eh wahrscheinlich gleich wieder der Teufel los sein wird.
Zwei Moralmittel. Für ein Objekt. Ja, ich muss sagen, ich ordne meinen Koffer immer ganz gerne. Schnell und gleich. Wenn es irgendwie geht. Okay. Scheint eine Art Vinothek zu sein. Ob ich das Zeug noch verarbeiten will? Gut, ich weiß nicht, was es ist. Es sieht mir ein bisschen verschimmelt aus. Außer es sind irgendwelche Beeren, die ich nicht kenne. Sieh an, sieh an. Hat das tatsächlich zum einer überlebt? Du hältst wohl einiges aus. Hm. Was zum Teufel? Who the fuck are you? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Was ist der? Du wirst Mutter Miranda gefallen. Also jetzt meine ich, jetzt wird's kriminell. Zu jammern. Wir sind fast da. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasst ihn ständig in meine Fresse, bist du hässlich. Meine Fresse, du bist noch hässlicher. Du meinst... Schnauze alle beide! Was? Wo? Ihr wollt doch bloß allein mit dem spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet. Moment mal, die ist ja riesig, die Alte. Schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände. Die und ist riesig. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt. 2,25 Meter? 2,40 Meter? Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschweißt wäre. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Nein. Lycans und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du machst, Ethan Winters. Los geht's. Nein! Was zur Hölle? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ja, 3, runter da, jetzt komm jetzt mal. 2, 1. Toll. Verfluchter Mist. Gut so. Lauf um dein Leben. Ja, genau, tritt's ein, ja. Sehr gut. Weiter so, Ethan. Oh oh. Oh.
Kann ich steuern? Nein, kann ich nicht. Das ist ein bisschen heftig im Moment. Du lebst noch? Beeindruckend. Oh shit. Okay, okay, ja, beweg deinen Arsch, Junge. Oh, ich sehe schon, ich sehe schon. Gibt's hier irgendwas von Relevanz? Nein, dann. Ciao. Vollidioten! Beachtlich! Die Geschichten über dich sind also wahr. Okay, wie oder was passiert jetzt? Okay, ich sehe mich lieber gleich um. Aha. Wieso ist da so eine Einbuchtung? Lass dich gehen. Die Einbuchtung! Donna und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Ha ha ha! Über frisches Hackfleisch! Fuck this shit, I'm out! Don't mind me, gentlemen, just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Das wird jetzt so gut passen. Alter, weg hier, bloß weg. Was ist das für eine kranke Gegend? Ethan, wo bist du denn wieder hingezogen? Moment. Wer sagt mir denn, dass Redfield die Seiten nicht gewechselt hat? Ah, die haben ihn mit Absicht dahin geschickt. Oh, ihr Säcke. Ihr Säcke! Okay. Ui. Leute, was da hinten ist, das sehen wir im nächsten Part. Oder, nein, ich komme nicht zurück. Scheiße. Ich glaube, das wird ein saulanger Part. Aber ja, ne? Macht ja nichts. Mit der CC-Karte und dem neuen System geht das eh ganz gut. Okay, gleich mal alles abchecken. Gibt's hier was, 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 gibt's hier was. Gibt's hier irgendwas? Nein. Ein Bauwagen? Ich hab auf dich gewartet, Ethan Winters. Alter! Es gibt wohl kaum jemanden. Hey, no front, aber du solltest mal abnehmen. Er ist auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Mann. Woher weißt du das? Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe. Oh, sehr gut. Was man so braucht. Stets zu Diensten. Oho, endlich bekomme ich mal was Neues zu sehen. Okay. Man kann sogar seine alten Waffen verkaufen. Okay, ja. Munition behalte ich, Munition behalte ich. Dass du mir sowas überhaupt anbietest. Wie viele Patronen kriege ich?
Okay. Pistolen. Oh. Herstellung Scharfschützenmunition. Naja. Oh, das ist das Paket, was ich zusätzlich gekauft habe. Okay, ja. Aha. Wieso kann ich nicht? Die Sicherstellung von Waren hat Oberst Bisnick. Ist es mal. Willkommen, Ethan. Yo! Das muss ich haben! Das ist Barrys Lieblingskanone. Ach so, die kosten nur... Oh, okay. Ja. Yeah. Aha. Auf Wiedersehen. Was braucht die für Munition? Das ist eine ganz normale Pistel. Ja, geil. Das Trauma-Paket bringt's. Eigentlich ist es gemein, das zu verwenden. Ja, für Notfälle, warum nicht? So, Leute, aber wir werden erst den nächsten Part weitermachen, denn der hier, der geht schon viel zu lange. Ciao und bis zum nächsten Mal.